Liebe, bleiben Sie bitte von Ihren Plätzen erhoben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, am vergangenen Samstag ist nach langer, schwerer Krankheit unser Kollege und Vizepräsident Peter Hinze gestorben. Mit ihm verlieren wir einen der erfahrensten und angesehensten Politiker, der unser Land über 3 Jahrzehnte mitgestaltet hat. Ein Parlamentarier mit Leib und Seele und für viele von uns einen einfühlsamen Zuhörer, klugen Ratgeber und guten Freund. Eine still prägende Gestalt der Republik hat man ihn in einem Nachruf genannt. Es hätte ihm gefallen und es wäre nicht übertrieben. Geboren in Bad Honnef wurde Peter Hinze nach dem Studium der Theologie zunächst Pfarrer in Königswinter. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er bereits in den 1980er Jahren bekannt, als der damalige Bundesminister für Jugend und Familie Heiner Geißler ihn zum Bundesbeauftragten für den Zivildienst berief. Peter Hinze bekleidete in seiner politischen Laufbahn zahlreiche Ämter in Partei, Regierung und Parlament. Unter anderem als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie und Jugend, später 8 Jahre im Bundeswirtschaftsministerium, dazu auch als Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Diesem Haus gehörte er über ein Vierteljahrhundert an. 1990 wurde er erstmals in den Bundestag gewählt, in das erste gesamtdeutsche Parlament. In seiner ersten Rede zur damaligen Hauptstadtdebatte beschwor er den weiteren Bau Europas als vorrangige Aufgabe. Dies blieb eines seiner zentralen Anliegen, das er später auch als langjähriger Vizepräsident der Europäischen Volkspartei und der Christlich-Demokratischen Internationale nachhaltig vertrat. Es ist schön, dass dieses europäische Engagement heute Morgen auch in der Anwesenheit des Präsidenten der Assemblée Nationale, Claude Batelon, zum Ausdruck kommt und gewürdigt wird. Die Wahl Peter Hinzes zum Vizepräsidenten des Bundestages zu Beginn dieser Legislaturperiode war Ausdruck der hohen Wertschätzung, die er unter Kolleginnen und Kollegen über die Fraktionsgrenzen hinweg genoss. Seine bemerkenswerten Fähigkeiten, ausgleichend zu wirken und Brücken zwischen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen zu bauen, wurde nun einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, in der viele ihn vor allem als Generalsekretär der CDU in den 1990er Jahren in Erinnerung hatten. Ein eher polarisierendes Amt, in dem er auch zuzuspitzen wusste und durchaus gerne die Kontroverse gesucht hat. Mal mit und mal ohne rote Socken. Peter Hinze war ein Mann mit Überzeugung, der das offene Wort ebenso pflegte wie seinen rheinländischen Humor mit der Begabung zur Selbstironie. Wichtigster Maßstab seiner politischen Arbeit waren in seinen eigenen Worten die Freiheit des Menschen, verstanden als Autonomie der Person. Die Selbstbestimmung ist der Kern der Menschenwürde, betonte er immer wieder. Darauf pochte er vor allem in seinen stark beachteten Redebeiträgen zu den großen ethischen Debatten innerhalb wie außerhalb des Parlaments über Grundsatzfragen, die den Beginn und das Ende des Lebens betreffen. Hier meldete er sich als theologisch versierter und religiös geprägter, aber liberal argumentierender Mensch regelmäßig zu Wort.
zuletzt und unvergessen zu den angemessenen rechtlichen Rahmenbedingungen der Sterbebegleitung. Peter Hinze hatte eine ausgeprägte Liebe zum Leben. Und wie nur wenige andere Politiker hat er sich intensiv mit dem Sterben beschäftigt. Dass die Antworten bei dieser existenziellen Frage zwischen Leben und Tod unterschiedlich ausfallen können, gehörte für ihn zur evangelischen Freiheit. Streitbar war er, der gläubige Christ, eben auch in seinem Glauben und im Umgang mit seiner Kirche. Zwei zentrale Gebote tragen unsere Werteordnung, rief er uns im vergangenen Jahr in dieser denkwürdigen Debatte in Erinnerung. Das Gebot der Menschenwürde und das Gebot der Nächstenliebe. Und auch wenn er so aus seinem christlichen Grundverständnis heraus argumentierte, stellte er abweichend von der Haltung der Kirchen aus seiner Sicht klar, Zitat, Leiden im Sterben ist sinnlos. Auch als er selbst längst sterbenskrank war, hat er dies Schicksal mit bewundernswerter Haltung ertragen. Wie all diejenigen berichten können, die bis zuletzt, bis in die letzten Wochen und Tage hinein mit ihm Kontakt hatten. Ohne jede erkennbare Verbitterung. Freundschaft, Loyalität und Treue bedeuteten Peter Hinze viel. In der Politik genauso wie im richtigen Leben. Das zeichnete ihn als Mensch aus und das wird vielen von uns ebenso in Erinnerung bleiben wie die Lebensleistung eines Politikers, der seinem Land gedient hat und dabei stets mit Nachdruck auch für die europäische Idee und die notwendige Zusammenarbeit eingetreten ist. Der Politiker wie der Mensch Peter Hinze wird uns fehlen. Wir trauern mit der Familie und wünschen seiner Frau, seinem Sohn und allen Angehörigen in dieser schweren Zeit Kraft und Trost. Danke Ihnen. So geht's.